Moin, Servus und herzlich willkommen hier auf unserem Surfschule Norddeich YouTube-Kanal. Mein Name ist Michael Vogel. Heute dreht sich alles wieder ums Kitesurfen und zwar um Springen. Cooles Manöver, Tail Grab. Ja, Tail Grab ist für die meisten von euch so der erste Grab, der gut zu finishen ist und aber auch hilft, mehr Stabilität in der Luft zu bekommen. Ja, wie soll das gehen? Das schauen wir uns jetzt an. Wir legen erstmal los. Der Kite sollte auf alle Fälle groß genug sein, dass ihr eine gute Gleitlage erreichen könnt, dass das Brett möglichst hoch im Wasser liegt. Körperlich solltet ihr fit sein, in der Lage sein, eine Körperspannung aufzubauen. Der Zug auf der Bar soll auf alle Fälle so sein, dass ihr schön in der Mitte drin liegt, dass ihr noch Reserven habt, um anzupowern beim Springern. Ja, on the board, relativ egal. Da könnt ihr nehmen, alles was fährt, umso kleiner oder umso angemessener und euer Fahrkönnen, euer Körpergewicht, umso besser natürlich. Und Wind macht am meisten Spaß hier bei den Manövern, ja, irgendwo 14 bis, was ich, 22, 25 Knoten, eher so 40 bis 22, einigen wir uns mit darauf. Also, Basissprung sollte sitzen und ihr wackelt teilweise so ein bisschen beim Basissprung, dann gucken wir uns mal den Tail Grab an. Ihr springt ab und wenn ihr praktisch in der Luft seid und oft in dieses Schlangen, in dieses Wackeln kommt und keine richtige Stabilität bekommt, dann kann euch der Tail Grab helfen, nämlich greift die Bar schön mittig, wenn die Hände in der Mitte sind und ihr habt eine Kitegröße größer 10 Quadratmeter, steht euer Schirm normal auch super entspannt am Himmel und könnt mit der hinteren Hand praktisch hier mit locker lassen. Lasst ihr einfach mal hängen bei den ersten Sprüngen, dass ihr euch daran gewöhnt, mit loszulassen und gleichzeitig aber auch die Beine anzuziehen. Ne, da merkt ihr jetzt schon Sprungtechnik. Wir sagen ja, geht in die Luft, Beine anziehen, kompakte Körperhaltung. So, wenn ich jetzt die Hand hier unten hinkriegen will, dann geht es nicht, wenn ihr eure Stelzen immer noch gerade runterhängen. Das heißt, ihr müsst schon die Beine hochbringen, damit ihr hier eine Chance habt, ans Tail zu kommen. Und das ist ein Tail Grab auch in der Schulung immer sehr gern genommen, um euch in eine kompakte Körperhaltung zu bringen. So, schaut, dass ihr eure Beine schön vertikal unter eurem Po anzieht. Wenn die nämlich nach vorne in die Sitzhaltung gehen, dann landet ihr auch wieder mit eurem Hintern aus Erfahrung ins Wasser rein. Von dem her schauen, zack, rein, kurz Tail Grab und dann kann man natürlich mit dem Tail Grab auch erstmal zufrieden sein. Richtig stylisch wird das Ganze möglich, wenn ihr versucht, das vordere Bein dabei richtig zu strecken in der Luft. Das wäre so die Advanced-Version. Aber der Tail Grab kann euch aus der Basisversion, aus einem Schlangeln, aus einer unkoordinierten Sprungserie helfen, sehr wiederholte, kontrollierte, hohe Sprünge zu formen, indem ihr sie einfach kompakt werden in der Luft. Automatisch bei dem Tail Grab spannt ihr euren Oberkörper mit an, eure Rumpfmuskulatur kommt nicht mehr ins Schlingern und seid mega kompakt und gewinnt so mehr an Sicherheit. Die Knackpunkte beim Tail Grab, ja, auf alle Fälle, dass die Füße zum Hintern müssen und dass er in der Längsachse bleibt und nicht in eine Liegeposition oder irgendwie aus der Achse kommt. Ansonsten Kitegröße größer 10, relativ safe, schaut, dass ihr ausreichend Platz habt, bevor ihr abspringt, dass ihr keine mit abräumt, dann steht diesem Tail Grab nichts im Wege und ihr werdet jede Menge Spaß damit haben und A's und O's ernten. Wenn dir das gefallen hat, ja, vielleicht schon bald im Kite College bei uns, irgendwo weltweit, wenn ihr mit uns unterwegs seid. Oder natürlich gerne liken, kommentieren und unseren Kanal auch abonnieren und teilen, damit auch andere mit uns lernen können. Das würde mich sehr freuen. Ja, wir sehen uns irgendwo auf der Welt, mit Sicherheit aber in Norddeich und am Wasser. Ciao, Servus, euer Michi.